Es ist Montag, 18.20 Uhr und wir fangen heute mal an. Ich freue mich, dass ihr da seid. Auch die Umstände machen das immer noch besonders für mich, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Denn es ist wichtig, zu einer Friedenswaffe zu kommen, da sein zu wollen, sprechen zu wollen und so genau für sich körperlich und geistig in Anspruch zu nehmen, dass man für Frieden etwas tun kann. Wir stehen heute hier, genau 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkrieges. Eigentlich unglaublich. Deinem Vater haben sie erzählt, gegen den Erbfeind für das Vaterland. Und er hat das tatsächlich geglaubt. Was hat er gekriegt? Granatensplitter in der Beine und im Kopf. Vorwärtern. Dein Großvater, sagten sie, gegen die slawischen Horden, für die abendländische Kultur. Er hat das wirklich geglaubt. Und was hat er gekriegt? Ein Bauchschuss und einen verrückten Kopf vor Stalingrad. Dein Vater, erzählen Sie jetzt wieder was. Gegen die Völkermorde, für die Menschenrechte, für den Frieden. Unglaublich. Er glaubt's. Was wollen wir da kriegen? Und wo wird das sein? Diesmal. Das Gedicht, mit dem ich hier eröffne, ist von Franz Josef Degenhardt 1999 geschrieben worden. Ich finde, an einem Tag wie heute ist dieses Gedicht hochaktuell. Denn wohin werden junge Männer und junge Frauen gerade wieder geschickt? Im September wird die NATO große Manöver, aber wirklich große Manöver in der Ostukraine, von Polen ausgehend bis tief in den Süden, in den Südosten hinein durchführen, weil man Interessen hat. Ja, was werden die bekommen? Zumindest bekommen die Soldaten, die dorthin gehen, meine Angst. Sie bekommen die Angst der ukrainischen Bevölkerung. Sie bekommen die Angst der russischen Bevölkerung. Und ich hoffe, sie bekommen die Angst. Und Mütter, ich rufe euch, sagt euren Söhnen, sie sollen ihren Dienst woanders tun. Sie müssen nicht in solche Manöver. Sie dürfen das nicht tun. Denn sie gehen dort und üben dort, wo Menschen Angst haben, wo Menschen schon längst verloren haben. Sie haben Verwandte verloren. Sie haben ihre Kinder verloren. Sie sollen dort nicht in die Manöver gehen. Wir haben dort keine Interessen, keine nationalen Interessen. Wir haben keine internationalen Interessen da. Die NATO hat dort nichts zu suchen. Das zeigt, dieses Gedicht ist sehr aktuell. Und das zeigt mir auch, es ist wichtig, jeden Montag wieder herzukommen für uns Leipziger. Denn dieses, dass Armeen wieder zusammengezogen werden, das nennt sich Konzentrationsräume, was dort geübt wird, dass die sich wieder aufstellen, das ist laut Clausewitz, der über Kriege führen, ja, zu seiner Zeit wissenschaftlich gearbeitet hat, das ist Krieg beginnen. Das ist Gewalt wollen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir darüber nachdenken, denn ich kann nur meine Sache dazu sagen, das andere sagt ihr nachher, wie ihr darüber denkt. Und es ist wichtig, dass wir dann Stimme erheben. Es passiert national auch sehr viel, es sind Friedensgruppen da. Heute haben wir einen Vertreter einer Friedensgruppe, nicht aus Leipzig, hier, der auch dazu sicherlich was sagen wird. Wir sind heute hier am Tag, als vor 100 Jahren der Erste Weltkrieg begann. Wir sind heute hier, weil wieder Kriege beginnen und weil wir uns darüber Gedanken machen, weil wir nicht Angst haben müssen, sondern weil wir uns engagieren wollen. Und bitte
kommen Sie, kommt ihr, Montag für Montag wieder hierher. Wir haben, ich habe die polizeiliche, also von Ordnungsamt, wir werden Montag für Montag hier sein. Vielleicht nicht immer unterm Dach, denn ich hoffe ja auch mal wieder, dass wir in der Sonne stehen können. Aber kommt bitte wieder. So, und dann haben wir das Erste, was bei uns wieder obligatorisch möglich ist. Wer schon Wochen für Wochen da war, der weiß, wir haben immer ein Mantra gehabt. Der Hagen hat das mal vorgetragen. Max, komm mal bitte. Hallo Leipzig, ich freue mich, dass ihr hier seid. Vor allem bei dem Wetter, das sagt jeder, wenn es regnet, aber es ist einfach die Wahrheit. Und ich trage jetzt das Mantra vor, das, wie Lutz schon erwähnt hat, vor mir Hagen immer vorgetragen hat. Und das Mantra ist eine Antwort auf die Frage, warum wir hier stehen. Und das lautet wie folgt. Wir stehen hier, weil wir gegen jede Beteiligung der Bundeswehr an Kriegseinsätzen sind. Wir stehen hier, weil wir gegen Korruption und den Export von Waffen und Rüstung in die ganze Welt sind. Wir stehen hier, weil wir nicht wollen, dass unsere Kinder nur in kriegerischem Denken erzogen werden. Wir stehen hier, weil wir uns von dieser Regierung nicht vertreten sehen. Und wir laden euch ein, eine neue, friedliche Streitkultur mit uns zu leben. Eine konstruktive Streitkultur mit offenem Verstand und offenem Herzen. Eine neue Art des Zuhörens mit Neugier auf die großartigen Ideen, die die Menschen um euch herum in sich tragen. Wir möchten über Fakten reden, Neues lernen und mit Respekt auf Augenhöhe diskutieren. Dazu laden wir euch ein, im Sinne der Freundschaft, im Sinne des Friedens. Ja, ihr seht, ich bin ganz klein. Ich komme nicht hoch. Ich möchte euch gerne ein Gedicht vortragen. Dazu würde ich euch gern zum Mitmachen anregen. Ich würde euch bitten, schließt die Augen, seht in euch, ruht in euch und sucht ein Bild. Ein Bild des Lebens. Ein Haus, einige Bäume, Gärten und Felder. Bilder von Dörfern, hier oder in der Ferne. Im Gazastreifen, im Ostkaukasus, im Südsudan oder in Afghanistan. Rauch steigt vom Dach auf. Das kann heißen, da ist Leben. Rauch steigt vom Dach auf. Kann auch heißen, noch bis eben. War dieses kleine Haus dort, an dem See und unter Bäumen. Spielplatz, dem Kind und Heimat, ging verloren, Eltern auch. Und den Liebenden war es der Himmel, und dort oben steigt nun der Rauch. Und den Liebenden war es der Himmel, und dort oben steigt nun der Rauch. Jahre im Frieden können sorglos machen, blenden. Ist nicht der Friede noch in viel zu schwachen Händen? Weil wir ihn aber brauchen für die Häuser auf dem Reißbrett, müssen wir ihn erhalten, ungeborenen Kindern auch. Ist der Friede auch heute Kompromiss nur, bis er ganz unsere Erde umfängt? Ist der Friede auch heute Kompromiss nur, bis er ganz unsere Erde umfängt? Rauch steigt vom Dach auf. Das kann heißen, da ist Leben. Rauch steigt vom Dach auf. Kann auch heißen, noch bis eben. Dankeschön. Danke, Rosi. So, es geht weiter. Wir haben unseren ersten Redner. Der Bernd hat gesagt, er möchte sich unbedingt selber vorstellen. Also freut euch auf Bernd, auf unseren Besuch. So, schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Friedensfreundinnen und Friedensfreunde. Ich heiße Bernhard Kusche, ich komme aus einem ganz kleinen Dorf im bayerischen Ries. Oettingen sagt Ihnen was von Bielefeld, das ist genau in der Nachbarschaft. Also,
Ich habe nicht zu viel Bier getrunken, aber ich kenne es trotzdem. Das Ries ist eine Gegend zwischen, Dreieck zwischen Stuttgart, Augsburg und Nürnberg mittendrin. Da bin ich daheim. So, zu meiner Rede. 1967 war ich 14 Jahre alt, ein junger Kerl mit erstem politischen Interesse und auch schon eigenständigen Gedanken zum Tagesgeschehen. 1967 war das Jahr des Sechstagekrieges im Nahen Osten. In der Schule war dieser Krieg natürlich das Nummer eins, das Thema Nummer eins. Unser Lehrer, ein junger, ernster Mann, war bei unseren Streitgesprächen in der Klasse ungewöhnlich ruhig, als wir miteinander debattierten, welche wohl die beste Strategie für die Israelis und die Araber wäre. Aufgewühlt durch das Für und Wider sprudelte ich nach dem Mittagessen die Argumente raus, um die Meinung meiner Mutter zu hören. Krieg ist ein Verbrechen an der Menschheit. Nur diesen Satz sagte meine Mutter und ließ mich sprachlos zurück. Sie hatte mit ihren Kindern eigentlich nur am Sonntag sein zu reden. Krieg ist ein Verbrechen an der Menschheit. Der Satz saß, ich vergaß die Artikel in der Tageszeitung und die Berichterstattung im Radio. Damals wurde der Samen gelegt, der dann in den nächsten Jahren aufging. Später erfuhr ich, dass der Lehrer einer der frühen Kriegsdienstverweigerer war. Krieg ist ein Verbrechen. Die Worte des Pfarrers, der mich rauchte, der mich konfirmierte. Pfarrer Wolfgang Früh aus Weiblingen, der mich bei der Stellung des KDV-Antrags unterstützte und auf die Organisation IDK, das ist die Informationsstelle der Kriegsdienstgegner, aufmerksam machte, die in Stuttgart KDV-Beratung machte. Im Laufe der wenigen Jahre, die ich noch in Weiblingen verbrachte, waren es Dutzende junger Männer, die wir miteinander berieten und bearbeiteten, um der Bundeswehr zu entkommen. Krieg ist ein Verbrechen an der Menschheit. Ich bin daher entschlossen, keine Art von Krieg zu unterstützen und an der Beseitigung aller Kriegsursachen mitzuwirken. Diese Erklärung unterschreibt jede Person, die Mitglied der DFGVK, das heißt Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen und Kriegsdienstgegner werden möchte. Wir sind für Gewaltfreiheit, für Pazifismus. In der friedensbewegten Szene gibt es zurzeit Differenzen, ob man an den Montagswahlmachen verschiedener Städte teilnehmen kann. Es gibt bei uns in der DFGVK die Meinung, überall, wo eher rechtsgerichtete, nationale, teilweise sogar völkische Thesen geäußert werden, sollten wir fernbleiben. Die anderen bei uns sagen, das ist genau der falsche Weg, die eher abstrusen Vorstellungen von Frieden unbeantwortet zu lassen. Zu denen gehöre ich. Ich bin der Meinung, wir müssen auch bei uns nicht nahestehenden oder unangenehmen Organisationen Farbe bekennen, ans Mikrofon gehen oder in persönlichen Gesprächen unsere Argumente vorbringen. Das wichtigste, das größte Argument, Friede ist unteilbar. Ein bisschen Frieden, wie es die Schnulze aus den 70er Jahren besingt, gibt es nicht. Es gibt keinen deutschen, amerikanischen, russischen oder sonstigen Frieden. Friede ist unteilbar. Friede für einige heißt immer Unterdrückung und Gewalt für viele andere. Uns geht es gut, in Afrika krepieren die Menschen. Wie ist das mit Frieden vereinbar? Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Wie sieht es mit dem Frieden bei uns in Deutschland aus? Bei uns verhungert noch keiner. Leib und Leben sind nicht in Gefahr. Ist das alles? Wie sieht es aus mit den Menschen, die durch die unsäglichen Hartz-IV-Gesetze drangsaliert werden? Wie ist es mit den Arbeitnehmern, die als Lohn- oder Werkssklave, ich sage bewusst Sklave, nicht Arbeiter, ausgebeutet werden, den Leuten in den Krankenhäusern, Altenheimen, Kindergärten, Schulen, die entweder die Bevölkerung an die Arbeitswelt heranführen und nach Gebrauch dann im Alter oder die nicht mehr funktionsmäßigen Menschen versorgen und dabei verheizt werden, vor die Hunde gehen. Meine Gedanken fließen dann unweigerlich vom Wort versorgen zum Wort entsorgen. Was nicht mehr gebraucht wird oder nicht mehr brauchbar ist, fliegt raus
auch aus der Gesellschaft. Ist das Frieden? Wie ist es mit der allgemeinen Verdichtung der Arbeitsleistung, die die Menschen kaputt macht? Ist das Frieden? Wie ist es mit der allgegenwärtigen Drohung, Arbeitsplätze in Billiglohnländer zu verlegen? Ist das Frieden? Ich sehe leider keine Damen und Herren Polizei, ich lese es trotzdem vor. Die Damen und Herren der Polizei, die hier rundherum verteilt stehen, Millionen Überstunden schieben sie bundesweit vor sich her. Hier ist eine friedliche Kundgebung. Ich hoffe und wünsche, dass dies so bleibt. Sicher sind auch Beamte des Staats- oder Verfassungsschutzes vor Ort. Sie möchten die freiheitlich-demokratische Grundordnung schützen. Dass ich nicht lache. Alles links der SPD wird überwacht. Auf der anderen Seite werden Geheimarmeen unterhalten. Es sei nur an Gladio erinnert. Die braunen Gesellen, wie zum Beispiel der Thüringer Heimatschutzbund, wird aus ihrer Hand gefüttert. Ist das Frieden? Wir brauchen keine Schützer, die denkende Menschen überwachen, abschaffen, genauso wie die Bundeswehr abgeschafft gehört, und mit den dann vorhandenen Mitteln die normale Polizei normal arbeiten lassen, so wie die Bevölkerung normal arbeiten können sollte. Das wäre ein kleiner Schritt zu mehr Frieden, zu mehr Menschlichkeit in diesem, unserem Lande. Ich gelte als Linksextremist, weil ich eine marxistische Tageszeitung abonniert habe. Stimmt's noch in den Hirnen der Schwabhüte? Friede ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Die Briten haben irgendwann einmal den Juden Teilen von Palästina zugesprochen zur Errichtung eines Staates, ohne zu fragen, ob die Bewohner in Palästina von der Idee genauso angetan sind wie die Verantwortlichen, die sich damit ein Problem vom Hals schaffen wollten. Es gibt heute den Staat Israel, wir können die Geschichte nicht zurückdrehen. Es gab in Israel Politiker, die das Unrecht der Landbesitznahme einsahen, sich für einen säkularen Staat Israel einsetzten, in dem alle Bevölkerungsgruppen die gleichen Rechte haben sollten. Der letzte große Aussöhnungspolitiker, Yitzhak Rabin, wurde umgebracht. Seither erleben wir eine ständig eskalierende Gewaltspirale. Ich habe mich intensiv mit der Judaistik beschäftigt, auch mit der industriellen Vernichtung des europäischen Judentums, wie Hannah Arendt das eigentlich Unfassbare ausdrückte. Israel ist ein Staat, der nicht mehr wegzudenken oder wegzudiskutieren ist, für den ich als Staat uneingeschränkte Sympathie habe. Keine, aber auch gar keine Sympathie habe ich für die Politik, die seit Jahren durch die israelischen Machthaber geführt wird. Ich nenne das Verhalten innerhalb des Staates Israel mit seinen arabischen Staatsbürgern Apartheid. Ich nenne das Bombardieren. Ich nenne das Bombardieren von Gaza Nord, Nord an einer Zivilbevölkerung. Dieses Geschehen hat nichts mit der Religion zu tun. Es ist ganz einfach Machtpolitik, Kapitalismus in Reinkultur und passiert in vielen Teilen der Welt. Die Religionen werden immer nur vorgeschoben, um die Interessen der Machthaber durchzusetzen. Im Übrigen verstehe ich die Haltung der Israelis nicht, die diese Gewaltpolitik im Hinblick auf die Vergangenheit für richtig empfinden. Ich verstehe das einfach nicht, selbst wenn ich den religiösen Hintergrund betrachte. Vielleicht kann mir jemand erklären, was ich nicht verstehe. Ich finde nur niemanden. Auf beiden Seiten sterben Frauen, Kinder, Alte, und die Kriegstreiber beider Seiten freuen sich, damit Argumente für ihr irrsinniges, egoistisches, ja auch dummes Verhalten zu haben. Ich kritisiere die Politik Israels scharf und ich nenne jeden einen Dummkopf, der daraus Antisemitismus macht. Die riesige Militärmaschinerie der Israelis mit den militärischen Möglichkeiten der Palästinenser zu vergleichen, ist hirnrissig. Aber auch die palästinensischen Scharfmacher tragen ihren Teil der Verantwortung, die ich genauso Kriegstreiber heiße. Sie wissen, dass sie nicht den Hauch einer Chance haben und setzen ihr Volk den Bomben aus. Schande über euch. Schande über euch Israelis für eure Politik und Schande über euch Palästinenser für eure Politik. Die Partikularinteressen der jeweiligen Regierungen gehen meilenweit an den Interessen der Menschen vorbei.
Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Auch in der Ukraine muss man sich an den Kopf fassen und versteht doch nicht, was da eigentlich abgeht. Wie überall geht es um Macht und Geld. Diese beiden Seiten ergeben eine Münze, die nennt sich Kapital. Wie wir alle wissen, ist Kapital immer da zu finden, wo es Profite gibt. Übrigens, es gibt kein deutsches, amerikanisches, europäisches oder gar jüdisches Kapital. Kapital ist staatenlos. Diejenigen, die das Kapital weltweit auf die Profitjagd schicken, sind international. Sie sind die Söldner des Geldes. Denen gehen Hunderte, Tausende oder ganze Völker am Hintern links vorbei, Hauptsache der Profit stimmt. Die Manager in ihren dunklen oder schwarzen Anzügen sind die Totengräber der Menschlichkeit, bei uns hier in Deutschland und in der EU dazu noch die Totengräber des Sozialstaats. Ich kenne keinen Krieg, in dem nicht die Gier nach Geld und Macht die Waffen führte. Nach dem Vorfall von Kunduz mussten die meisten von uns ein neues Wort lernen. Kollateralschaden. So zynisch es klingt, wichtig ist es trotzdem. Der abgeschossene Urlauberjet in der Ukraine ist nichts anderes als ein Kollateralschaden, verursacht von den Oligarchen, sprich Kapitalisten, in Ost und West mit den eifrigen und eilfertigen Helfern in der Politik. So schlimm die Katastrophe ist, sie musste irgendwann passieren, ganz gleich von wem verursacht. Krieg macht aus Menschen Monster. Beschämend, traurig und scheinheilig sind die Krokodilstränen der meinungsführenden Medien. Sie rufen nach Krieg. Sanktionen sind nichts anderes als eine Vorstufe. Die Vorstufe hieß nach Sarajevo 1914 Ultimatum. Und gibt es dann unerwartet Opfer oder Reaktionen, ist das Geschrei groß. Ihr Damen und Herren in den allermeisten Chefredaktionen, schämen Sie sich. Ich zitiere German Foreign Policy aus der letzten Woche. Zitat: Der Hinweis, es sei nach wie vor nicht klar, wer den Abschuss zu verantworten habe, sei ein lediglich formal juristischer Einwand und nicht von Bedeutung, behauptet ein prominenter Autor auf der Webseite einer führenden deutschen Wochenzeitschrift. Ein politisches Urteil genüge voll auf, um dem russischen Präsidenten die Schuld am Tod der 298 Flugzeugpassagiere zuzuschreiben. Ende des Zitats. Prominenter Autor, geht's noch? Ich sage, Knallde und Kriegstreiber. Die offene Absage an grundlegende Rechtsprinzipien und ihre Ersetzung durch politische Willkür erfolgt zu einer Zeit, da die weltweite Dominanz des Westens erst in Blüte zeigt. Nicht zuletzt im Konflikt um die Ukraine versagt ihm eine zunehmende Zahl von Staaten weltweit die Gefolgschaft. Und unser bundespräsidialer Militärpfarrer fordert allen Ernstes, Zitat, Deutschland muss seiner gewachsenen Rolle gerecht werden. Für mich ist dieser Mensch reif für die Anstalt, wenn ich all die Brandherde sehe, die weltweit flackern. Syrien, Libyen, Irak, Iran, Mali, Sudan, Afghanistan und so weiter. Kann ein normal denkender Mensch so viel dumm schwätzen? Wir sehen es und wir hören es, erkannte Herr Gauck. Auf zu neuen Kolonien, wir bringen den Morgen das Christentum. Nein, das war einmal. Heutzutage bringen wir die freien Märkte, ob ihr wollt oder nicht, notfalls mit Gewalt, unsere Armeen schaffen unseren Frieden für euch. Ihr habt zu wollen. Basta. Jetzt weiche ich klein wenig von meinem Manuskript ab. Ich habe gestern Abend Nachrichten gesehen und da war der Herr Gauck und Herr Hollande, der französische, angeblich sozialistische Staatspräsident, vor dem Gräberfeld gestanden und haben sich dann im Arm und in Krokodilstränen geweint. Für mich sind die beiden Herren Heuchler par excellence. Sie schicken alle beide ihren jungen Leute wieder in den Krieg und da heucheln sie jetzt Betroffenheit. Pfui Teufel, schämt euch!
obligatorische Forderung nach sofortiger Beendigung der Krisen können wir uns sparen und keine Taten folgen. Auf zur amerikanischen Botschaft, zur französischen, englischen und wie sie alle heißen, auf zum Konsulat, einzeln unseren Protest zu Protokoll geben, auf zum Kriegsministerium, zur Frau von der Leyen, der Ministerin persönlich unseren Protest aufschreiben, auf zu den Botschaften anderer Länder. Decken wir diese diplomatischen Bürokraten mit Einsprüchen zu, mit persönlichen Einsprüchen. Wir von der DFGVK stellen uns mit allen unseren Kräften gegen diesen Militärwahnsinn. Wir wehren uns gegen die Rüstungsindustrie. Eine unserer Forderungen ist, stoppt den Waffenexport. Übrigens sollte hier zufällig eine in der Rüstungs- oder Sicherheitsindustrie beschäftigte Person anwesend sein. Ich bitte Sie, denken Sie über die ethischen und moralischen Folgen Ihrer Arbeit nach. Ich wohne seit vielen Jahren in Bayern. Dieses Bayern ist ein Zentrum der deutschen Rüstungsindustrie. Im schönen, schnuggeligen, bierseligen, schuhplattelnden Urlauberland werden massenweise todbringende, tödliche Produkte hergestellt. Die Gewerkschaften, speziell der IG Metall, sage ich eindringlich. Kolleginnen und Kollegen, setzt euch für die Konversion eurer Arbeitsplätze ein. Jahrzehntelang haben die Kapitalisten der Sicherheits- und Rüstungsindustrie durch euch mehr als ein Vermögen verdient. Sie haben sich dumm und dämlich verdient und möchten natürlich, dass dies so weitergeht. Es ist nur recht und billig, dass sie davon etwas zurückgeben und mit euch Arbeitsplätze schaffen, die keine tödlichen Auswirkungen haben. Eine Frage ist, wer bezahlt denn die Milliarden, die jährlich durch unsere Kriegsministerin für Rüstung ausgegeben wird? Wir bezahlen das. Auch den Kollegen bei der Bezirksverwaltung der IG Metall in Ingolstadt, der für den Rüstungsstandort Manching Nachfolgeaufträge fordert, dort wurde der Eurofighter zusammengebaut, das Programm läuft jetzt aus, der die Nachfolgeaufträge fordert, bitte ich über den Tellerrand zu schauen und bitte ihn eindringlich nachzudenken. Die Produkte, die er herstellt, bringt seinen Kollegen irgendwo in der Welt um. Krieg trifft immer Zivilisten. Airbus verdient jährlich seit vielen Jahren mindestens 2 Milliarden Euro nach Steuer, also Reingewinn. Darf und soll doch die Konversion, die Umstellung auf zivile Produkte ein paar Jahre lang hunderte Millionen kosten? Die Menschen in Manching sind hochqualifiziert. Für sie soll es im Riesenkonzern Airbus Industries keine andere Aufgaben geben. Ein Hoch im Kapitalismus, Hire and Fire, Feier fröhliche Urstellung. Ihr hier in Leipzig habt auch so ein scheinheiliges Militärproblem. Euer Flughafen wird grundgesetzwidrig als Dreh- und Angelpunkt der NATO-Militärs benutzt. Alle Kriege, die im Moment wahrheitswidrig als Krieg gegen den Terror geführt werden, sind Angriffskriege, alle werden ohne Kriegserklärung geführt. Unser Grundgesetz sagt, die Bundeswehr dient ausschließlich der Verteidigung. Unsere Politiker fast aller Couleur bieten sich den weltweiten Militärs an, um in der Weltpolitik mitspielen zu können und brechen bedenkenlos Gesetze. Mies, dreckig, abscheulich ist euer Verhalten. Wir von der DFGVK wehren uns gegen die Drohnen, die nicht nur tödliche Fracht tragen können. Drohnen sind die Schlüssel- und Überwachungsinstrumente schlechthin in allen möglichen Größen verfügbar, sozusagen vom Modellbausatz bis zum Kampfflugzeug. Als unbedarfte Person träumt man nicht einmal davon, was mit diesen Flugapparaten alles möglich ist. 1984 von Orwell ist dagegen eine gute Nachtgeschichte für Kinder. Bundeswehr raus aus den Schulen. Jugendoffiziere haben in den Schulen nichts, aber auch gar nichts verloren. Die Kinderrechtscharta der Vereinten Nationen verbietet Anwerbung für Jugendliche unter 18 Jahren. Die Bundesregierung hat unterschrieben, der Bundestag jedoch noch nicht ratifiziert. Ein riesengroßer Sandstall ist das. Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass sehr wohl
Werbung für die Berufe in der Bundeswehr gemacht wird. Auch wenn die Verantwortlichen im Kriegsministerium und in diversen Kultusministerien behaupten, das geschehe nicht. Ihr Bürokraten, schaut euch doch die Dienstanweisung der Jugendoffiziere an. Genau das steht da drin. Werbung zu machen für das Soldatenhandwerk, letztendlich um das Töten zu lernen, ist Pflicht. Soldaten sind Mörder. Der umstrittene Satz Kurt Tucholskys ist immer noch richtig, wie das Geschehen im Nahen Osten und in der Ukraine zeigt. Für diesen Soldatenberuf wird bei uns in Schulen und auf Universitäten Werbung gemacht. Seit 2 Jahren werte ich die Zahlen der Bundeswehr aus, die Zahlen, in denen mitgeteilt wird, wo und in welcher Einrichtung die Jugendoffiziere eingesetzt sind. Dabei ist auffällig, in Baden-Württemberg und in Bayern werden fast ausschließlich Gymnasien und Realschulen besucht, an den Unis geworben. In Hessen und Nordrhein-Westfalen sind die Hauptschulen noch mit dabei, vereinzelt auch schon die Jobsonder. In den 5 neuen Bundesländern sind kaum höhere Schulen, fast ausschließlich Jobcenter oder Weiterbildungseinrichtungen an der Reihe. Mein Schluss, mein persönlicher Schluss, aus dem Westen die Offiziere, aus dem Osten das Kanonenfutter. Bah, es ist zum Kotzen. Dies sind nur 3 der vielfältigen Themen, die wir bei der DFG-VK beackern. Mein persönliches Ziel ist mit 2 Worten ausgedrückt. Bundeswehr abschaffen. Als Radikalpazifist füge ich hinzu, sofort, gleich, jetzt. Frieden ist nicht möglich, wenn Kriegswaffen vorhanden sind. Wir als Bevölkerung brauchen die Bundeswehr nicht. Sie kostet nur. Katastropheneinsätze kann eine Einrichtung wie das THW erledigen, wenn es ausreichend professionelle Ausstattung erhält. Vor 100 Jahren begann der Erste Weltkrieg. Auf der letzten Friedensfahrradtour, eine Aktion, die die DFG-VK Bayern schon jahrelang jeden Sommer macht, auf der Friedensfahrradtour 2013, die von Berchtesgaden nach Ansbach führte, kam der Gedanke auf, dieses traurige Jubiläum zum Anlass zu nehmen, aus Bayern eine Friedenserklärung nach Berlin zu bringen. Sie ist in dem Faltblatt abgedruckt, wie Sie alle bekommen haben von mir. Und diese wird bei den diversen Botschaften und auch bei der deutschen Kriegsministerium und für die Kriegsplanung verantwortlichen Stellen abgegeben. Die Idee fiel auf fruchtbaren Boden, sodass aus der rein bayerischen Veranstaltung eine Sternfahrt wurde, an der sich auch Friedensfreunde aus Westdeutschland und aus Norddeutschland beteiligen. Insgesamt werden wohl an die 100 Fahrradfahrer eine Woche lang unterwegs sein, in den Orten an der Strecke, bei Rüstungsbetrieben, vor Kasernen, Mahnwachen, Aktionen und Demos durchführen und damit für den Frieden und gegen die kriegerische Politik der Bundesregierung Stellung zu beziehen. Kreativ und gewaltfrei. Wir kommen auch hier in Leipzig vorbei, die Zeit steht auch in dem Faltblatt. Fahren Sie mit und sind es nur 10 Kilometer, die Sie uns begleiten. Für uns ist dies ein Zeichen, dass wir nicht alleine sind, dass wir keine Spinner, keine Utopisten sind. Wir sind für Frieden, für Pazifismus, ohne Wenn und Aber. Sie hier in Leipzig haben schon einmal gezeigt, zu welchem Ergebnis Entschlossenheit führen kann. Helfen Sie dem Frieden auf die Füße. Dabei habe ich eine Bitte. Schauen Sie sich genau an, wer vom Frieden spricht. Noch einmal, Friede ist unteilbar, nur für alle Menschen oder für keinen. Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Die DFG-VK propagiert seit mehr als 100 Jahren Frieden, fordert ihn ein, wurde oft verlacht, verspottet, verfolgt. Wir möchten dieses Engagement fortsetzen und wir werden diesem Vermächtnis immer den zuständigen Platz einräumen. Je mehr wir sind, desto lauter können wir rufen. Die Pazifistinnen und Pazifisten der DFG-VK freuen sich über jedes neue Mitglied, auch hier in Leipzig. Friedlich denken allein hilft nicht. Dankeschön. Wenn Sie jetzt ganz unverhohlen, wie der Nazi, wie der Johlen. Einander, wir schufen die Bundeswehr ab.
wir werden dann völlig ungeschützt, was wir sehen, wie jemand, der sich in eine Nacht ohne Kondome begibt. Ne? Und so, wir wären angreifbar von allen möglichen, wir könnten uns nicht verteidigen. Wir könnten nur quasi unser Herz in die Hand nehmen und uns, sagen wir mal, beginnen zu mögen. Also, so, der Bernd möchte noch mal was dazu sagen. Also, es ist nett, dass es Musiker gibt, die in der Stadt Leipzig sind und die auch zu Wort kommen, aber Bernd machen wir jetzt das nicht. Der junge Mann hat gesprochen von zwei unterschiedlichen Themen. Einerseits hat er gesprochen von Küchenmessung, von der privaten alltäglichen Gewalt. Andererseits hat er gesprochen von der staatlichen Gewalt. Sind wir ganz klipp und klar, wenn irgendwo bei uns in Europa irgendein Krieg ausbrechen sollte und ich zähle die Ukraine zu Europa dazu, dann sind wir alle am Arsch. Wir werden alle dermaßen reingezogen und wenn wir keine Armee haben, können wir nicht reingezogen werden. Ich kann mir es nicht vorstellen, dass die Franzosen oder die Polen oder die Dänen oder die Schweizer über uns herfallen. Warum sollen sie das tun? Warum sollen die über uns herfallen? Die sollen uns ja liegen lassen. Ich bin lieber arm und friedlich wie reich und negerisch. Ja, und das nächste ist mit der privaten Gewalt. Wo kommt die private Gewalt her? Wo kommt die private Gewalt her? Die Leute haben doch überhaupt keinen Ausgleich mehr. Die werden drangsaliert, schikaniert, kojoniert, die werden fertig gemacht und wenn dann einer auslastet, ist der Einzelne schuld und nicht die Gesellschaft. Das kann es doch nicht sein. So, konkret, hat noch jemand was zu der Rede von Bernd? Ja. Vielen Dank. Also ich bin auch eigentlich von hier, aber jetzt von auswärts. Mein Name ist Ilona Keller. Ich lebe seit 2007 in Hamburg und bin seit der Woche vor Pfingsten in Hamburg bei der Mahnwache für den Frieden aktiv. Bewegt mich einzumischen, habt ihr. Ich habe euer Video gesehen, das war auch jetzt am Anfang nochmal hier zu hören. Und ich muss sagen, das hat mich bewegt, aufzustehen und mich einzumischen. Ich bin nach Hamburg gezogen, weil ich dort eine Tochter habe und mittlerweile zwei Enkelkinder. Und ich bin bei den Mahnwachen für den Frieden aktiv, weil ich möchte, dass meine Enkelkinder auch ein friedliches Leben führen können. Und ich bin noch die Einzige bei uns in der Familie, die eigentlich Zeit hat, um sich dort mit diesen Sachen zu befassen. Denn die anderen, die jetzt ganz normal noch in der Arbeit stehen, haben einfach gar keine Zeit. Wie er schon sagt, das Berufsleben, wie unser Bernd schon sagte, das hat so angezogen, die sind so eingespannt alle, dass sie gar keine richtige Zeit mehr haben für ein Privatleben oder für irgendein Hobby oder was. Also wer jetzt tatsächlich richtig im Berufsleben ist und Geld verdient jeden Tag, der hat keine Zeit dafür. Und ich, ich bin auch noch, was Bernd auch angesprochen hat, ich arbeite in der Altenpflege und auch noch für eine Zeitarbeit. Ich bin also immer vorne dieser Lohnsklave in der ersten Reihe. Aber ich habe in den 3 Jahren, wo ich das mache, habe ich gemerkt, ich bin bei den Kollegen gern gesehen, ich bin bei den Bewohnern gern gesehen und ich bin wichtig. Denn immer, überall, wo ich hinkomme, fehlt jemand. Mindestens einer, meistens zwei. Und ich mache diese Arbeit sehr gerne. Ich rechne mich natürlich nicht in Geld um. Dann müsste ich eine ganz schlechte Meinung von mir haben. Ich rechne mich um mit wie vielen Leuten ich den Tag gut verbracht habe, wie vielen Leuten ich Freude gemacht habe, mit wie vielen Leuten ich irgendwas Tolles unternehme. Ich mache nicht oft Betreuung, das heißt, ich mache mit mehreren, 8, 9, 10, 12 Leuten Frühstück, Mittagessen, dazwischen noch so ein bisschen was hin und her. Es gibt ja leider immer mehr diese Dementen und um die kümmere ich mich in der meisten Zeit. Dann nehme ich unter meinen kleinen Hund mit und dann bin ich ganz aktiv. Und diese Sache, mich für die Mahnwache zu engagieren, das fing an, als ich diese Berichterstattung über die Ukraine mir immer wieder mal angehört habe. Und das war mir alles sowas von unverständlich. Und von vorne bis hinten habe ich gedacht, was machen die? Die lügen uns ja ständig an. Aber das war meiner Ansicht nach Kriegshetze.
was sie uns da bieten mussten, was sie mussten. Und dann war ich im Internet eigentlich nur aktiv und habe so ein Spiel gespielt. Ich weiß nicht, das ist so niedlich mit Tiere füttern hier und Felder anbauen und so. Und irgendwann ging dieses Spiel nicht. Es ging 4 Tage nicht. Dann habe ich mal geguckt, was machen denn die anderen? Und da habe ich bei meinem Sohn auf der Seite dann gefunden, dieses Geldsystem, das uns ja auch im Prinzip knechtet. Wir sind ja Sklaven, die Zinsen zahlen müssen für Gelder, das kann eine Gesellschaft gar nicht mehr leisten. Es gibt ja eigentlich gar kein Geld. Wenn man sich das anguckt, sind das alles Schulden. Und dieses Geldsystem, das ist das, was mein Sohn bewogen hat, sich bei diesen Mahnwachen hier zu engagieren. Da hat er mich dann eben mal nach Hamburg mitgenommen. Und ich bin eben dagegen, dass die Medien, die von uns bezahlt werden, über die GEZ-Gebühren, dass die uns nicht nur belügen, sondern dass die regelrechte Hetze betreiben. Und das möchte ich mir nicht länger mehr mit anhören. Und ich bin dann auch ganz aktiv geworden, als in Hamburg Werbung kam bei Radio Hamburg, keine Angst vor Uniform. Naja, dachte ich, was wird denn das jetzt? Ja, wir haben eine Armee von Freiwilligen. Kinder, das sind Söldner. Und das hat mich aber geärgert. Und dann habe ich bei der Mahnwache Kassel ein Plakat gefunden, kein Werben fürs Sterben. Und mit diesem Spruch bin ich bei Radio Hamburg dann über die Facebook-Seite rein und habe da drinnen eben meine Meinung dort gesagt, dass ich das total falsch finde, dass ich da dagegen bin, dass ich sowas von einem öffentlich-rechtlichen Sender absolut ablehne. Ja, und die Werbung, die war plötzlich verschwunden. Die kam nicht ein einziges Mal mehr an dem Abend. Die war weg. Die kam schon wieder. Aber das ist eben ein ganz kleiner Teilerfolg. Ne? Wir sind auch als Hamburger Mahnwache für den Frieden am Jungfernstieg stehen wir. Also wir haben fast noch einen schöneren Platz als ihr hier. Da ist immer sehr viel Publikumsverkehr. Hinter uns ist die Binnenalster mit dem großen Springbrunnen in der Mitte. Und vor uns, dort wo ungefähr jetzt hier das Gewandhaus steht, da sehe ich immer die Uhr vom Rathaus Hamburg. Da sehe ich immer genau, wenn ich meine Redezeit überschritten habe. Ja, und das ist eigentlich ein toller Standort, aber wir sind nach wie vor in Hamburg überhaupt nicht bekannt. Ich habe das immer mal getestet. Wir haben hier diese blaue Karte. Da steht vorne drauf, Frieden, endlich Montag. Und hinten steht drauf, was wir machen. Wofür setzen wir uns ein? Für Frieden, für ein menschenwürdiges Geldsystem, für eine freie und unabhängige Presse, für Wasser als Menschenrecht, für saubere und nachhaltige Energie, für natürliches Saatgut und gesunde Nahrung und für dich. Und ich lege diese Sachen gerne mal irgendwo aus. Ich bin ja nur Zeitarbeit, bin in fast über 40 Einrichtungen in Hamburg schon arbeiten gewesen. Ich lege das immer mal gerne in diese Pausenräume hin und guck mal, was passiert. Also die Sache ist absolut nicht bekannt bei den Menschen. Wir kommen nirgendwo in die Öffentlich-Rechtlichen, dass wir mal irgendwo hier unsere Sache publik machen können. Und es interessiert aber die Menschen. Es ist total unterschiedlich, was man da erlebt. Aber die meisten sagen, für Frieden, na klar müssen wir für Frieden was tun. Ja, und deswegen finde ich auch das gut, dass wir hier montags sind und dass wir nicht bloß hier sind, sondern mittlerweile, glaube ich, in 130 Städten in Deutschland. Und wir müssen aber unbedingt mehr Wirkung nach außen erzielen. Wir müssen doch versuchen, ich sage immer, durch die Hintertüren, die es in jedem Medium in irgendeiner Form gibt, unsere Sache auch noch ein bisschen weiter zu betreiben, um mehr Leute hierher zu holen. Denn es bewegt viele und viele merken, dass sie belogen und betrogen werden. Denn Deutschland muss wieder ein Volk der Dichter und Denker werden. Die Medien dichten. Aber das Volk denkt, hoffentlich. Dankeschön. Also, ihr habt gemerkt, es ist ganz einfach zu reden. Ja. Nee, nicht schon wieder. Gibt es noch jemand anders? Sonst mache ich das Programm weiter. Also, okay.
dann machen wir das Übliche, was wir bekommen. Das ist kein Pausenfüller, sondern das ist schon Tradition. Die antimilitaristischen Nachrichten, der Ingo, der erwartet schon, dass er auch mal darf. Ich habe mal, wenn ich nur klein, ich bin parteilos, ich habe mal zwei, drei Meldungen rausgesucht. Das erste ist von German Foreign Policy vom 30.07. Ukrainische Patrioten. Eigener Bericht. 5 Monate nach dem von Berlin energisch geförderten Umsturz in Kiew sehen Umfragen in der prowestlich gewendeten Ukraine eine Partei der äußersten Rechten als stärkste politische Kraft. Eine aktuelle Untersuchung zufolge könnte die radikale Partei des Rechtsaußenpolitikers Oleh Ljaschko bei Wahlen derzeit mit 23% der Stimmen rechnen. Ljaschko hat sich vor allem mit brutalen Aktionen im Kampf gegen ostukrainische Regimegegner einen Namen gemacht. Zudem ist er Mitbegründer und Unterstützer des Bataillons Azov bekannt, einer mehrere hundert Kämpfer umfassenden Miliz, die überwiegend aus Faschisten besteht. Hier gehört ein schwedischer Neonazi an, der sich in der Ukraine als Scharfschütze betätigt und berichtet, dass weitere Scharfschützen schon bei den Protesten auf dem Maidan auf Seiten der Opposition zum Einsatz kamen. Wer die dortigen Todesschüsse vom 20. Februar verantwortet, ist nie aufgeklärt worden. In der aktuell aufgeheizten Stimmung unternimmt die Regierung Schritte, die einen erneuten politisch-kulturellen Rechtsruck in der Ukraine erkennen lassen. Sie werden künftig Filme und Bücher aus Russland zensiert und ihr Verkauf eingeschränkt. Ein Verbot der kommunistischen Partei, wie es Faschisten schon lange gefordert haben, ist in Arbeit. Die Entwicklung ist ein Resultat gerade auch der deutschen Intervention in Kiew. Das ist das Ende von der Meldung. Und der Außenpolitik-Chef der FAZ, mal als Gegenbeispiel, lässt verlauten, das ist ein Konflikt, den die Europäer weder gewollt noch vom Zaun gebrochen haben. Der Westen wollte friedliche Kooperation bekommen, hat er ein Massenmord. Und die zweite Meldung, die ist, glaube ich, von heute. Der EU kennt das Waffenembargo gegen Ukraine trotz Genozid. Die Aufrüstung der Kiewer Machthaber durch EU und USA schreitet eilig voran. Aber wer wird der Gegner sein? Aufgrund der bislang noch ungeklärten Schießereien im Februar dieses Jahres in Kiew hatte die EU einen Export von Waffen und Technologie in der Ukraine verboten. Jetzt sollte der Europäische Rat dieses Exportverbot heimlich aufgehoben haben. Damit wäre der Weg frei für die Lieferung von Präzisionswaffen an die militärischen Nationalisten in Kiew. In Moskau befürchtet man, dass die Friedensnobelpreisträger aus Brüssel den Konflikt weiter anheizen könnten. Präzisionswaffen könnten auch gegen Ziele in Russland eingesetzt werden, heißt es aus dem Verteidigungsministerium. In den letzten Wochen hatten die Aktivitäten der europäischen Streitkräfte gegen die Bevölkerung in Donbass als auch gegen Russland weiter zugenommen. Die Armee setzt dabei auch Drohnen zur Aufklärung ein. Zudem kam es am 1. August erneut zu einem gezielten Feuerüberfall auf ein russisches Grenzdorf. Demnach schlugen in Mitjakinskja in Witrostow 9 ukrainische Raketen ein. Zum Glück wurde niemand verletzt. In Moskau werden die Stimmen für einen Gegenschlag gegen die ukrainische Provokation immer lauter, da es Sanktionen ja sowieso gäbe. Das war's von mir. Danke, Jung. Möchte jetzt jemand, wie die tolle Frau aus Hamburg, was zu sagen dazu? Ansonsten mache ich nämlich das berüchtigte. Nee, da ist jemand da. Ich freue mich. Ja, liebe Freunde, mein Name ist Klaus Dahmer. Ich bin Rentner. Ja, meine Überzeugung habe ich von meinem Großvater, meinem Vater. Mein Großvater ist 1916 im Ersten Weltkrieg verheizt worden in Frankreich. Er wurde eingezogen. Mein Vater war damals 1,5 Jahre, hat ihn nie bewusst kennengelernt. Er hat sich aufgelehnt dagegen, dass
einige Offiziere in seiner Abteilung, die in Päckchen, die für die Soldaten bestimmt waren, für sich in Anspruch genommen haben. Und als Dank für diese Offenheit wurde er in die Strafkompanie versetzt und wenige Tage später starb er in vorderster Front. Ja, und meine Eltern, die sind 1945 in Dresden ausgebombt worden. Sie haben sich gerettet. Nur wenige konnten das mit viel Glück. Sie sind oftmals dem Tod von der Schippe gesprungen. Und sie haben mir ans Herz gelegt. Sie wollten also, dass niemals wieder Kinder ohne ihre Eltern aufwachsen, und ich möchte das also in diesem Sinne auch hier weiter führen, ihr Vermächtnis. Und ja, ich bin hier mit zu dieser Montagsdemo gekommen, gerade wegen der Ereignisse in der Ostukraine und wegen der so lügnerischen Presse, Rundfunk, Fernsehen bei uns, die nur Hetze betreibt und nur einseitig berichtet. Und ich möchte hier hinweisen mal auf einige Möglichkeiten, die man trotzdem hat, nämlich im Internet zu gucken. Hier an dem Pfeiler dort haben wir mal drei Internetseiten angeschrieben, wo man sich informieren kann. Insbesondere auch nicht nur Fotos sehen kann, sondern auch Videos, dass man das auch direkt sieht, dass das nicht irgendwie gestellt ist und keine Schauspieler da auftreten, sondern ich habe gesehen, die Morde, die zum Beispiel geschehen sind in Odessa gegenüber, also in solchen Videoaufzeichnungen gegenüber Menschen, die dort Unterschriften gesammelt haben gegen dieses Kiewer Regime, oder in Mariupol, wo ganz unbewaffnete Menschen von der Nationalgarde erschossen wurden. Ja, ich möchte vielleicht auch noch, also im Internet findet man viele, viele Informationen, zum Beispiel, was mich etwas hoffnungsvoll stimmt, dass also inzwischen auch in der Westukraine viele Menschen sich wehren gegen die Einberufungen, die jetzt überall dort auch stattfinden. Insbesondere ist dort auch zu sehen im Internet, wie sich die rumänischen, ungarischstämmigen Bürger dort wehren und auch die Sinti und Roma. Das sind also dort, die wohnen also alle mehr im Westen, in den Grenzgebieten zu Rumänien und Ungarn. Die haben also zum Teil dort Straßensperren gegenüber Militärtransporten, haben ihre Einberufungen zerrissen. Ja. Also eine kleine Hoffnung gibt es. Und ich muss auch noch sagen, die Nationalgarde und der rechte Sektor spielen dort eine ganz, ganz unrühmliche Rolle. Die einfachen Soldaten werden dort von der Regierung völlig unvorbereitet an die vorderste Linie geschickt, ohne jegliche gründliche Vorbereitung, geheizt sozusagen. Und hinter ihnen steht der rechte Sektor. Und wenn die sich ergeben wollen, dann werden die von dem rechten Sektor beschossen. Ja, so sieht das dort aus. Es ist also ganz schwierig. Aber inzwischen gibt es sehr viele Deserteure auch in der ukrainischen Armee. Also es müssen jetzt ungefähr schon 6.000 sein. In der vergangenen Nacht waren es über 400 Armeeangehörige, die natürlich leider erst, als sie in die Enge getrieben wurden, aufgegeben haben und in die
nach Russland geflohen sind. Okay, wie gesagt, dort habe ich mal ein paar Internetadressen angegeben und damit möchte ich beschließen. Manchmal ist es leicht zu moderieren, dann geht man eigentlich zum nächsten Thema über. Im Moment habe ich einen Klopf am Hals. Danke für den Bericht. Ich wäre jetzt froh, wenn jemand sagt, okay, ich rede hier weiter. Kommt bitte. Bitte, bitte. Und wenn ihr dann alle wollt, dann machen wir einfach das Mikro auf. Und dann muss ich nicht jedes Mal betteln, dass einer kommt, sondern dann kommt er einfach. Sowieso. Okay, ich traue mich zum dritten Mal hier an dieses Ding. Heute möchte ich gerne laut nachdenken. Mein Vater ist 1904 geboren und ist von 14 Kindern eins gewesen in einer Textil- und Bergarbeiterfamilie. In dieser Familie gab es sehr katholische Mitglieder, es gab auch einen Nazi. Mein Vater ist Kommunist geworden und er hat mir immer auf den Weg gegeben, bei Fragen, für die ich keine Antwort finde, mir vorzulegen, wem nützt es. Und diese Frage lege ich mir vor, bei dem abgestürzten Flugzeug. Ich finde keine richtigen logischen Antworten, wem nützt dieses abgestürzte Flugzeug. Aber ich denke darüber nach, dass die Amis, die ihre Augen überall haben und viel genauer gucken, als wir uns das überhaupt vorstellen können, ich behaupte, die wissen, wieso dieses Flugzeug abgestürzt ist. Wenn es eine Rakete gegeben hat, die es abgeschossen hat, dann wissen die, von wo diese Rakete gestartet wurde. Und sie sprechen nicht darüber, wo die Rakete herkommt. Warum machen die das nicht? Diese Frage beschäftigt mich irgendwo. Und diese Frage möchte ich an euch weitergeben. Das war's eigentlich schon. Ja, wie der Lutz schon gesagt hat, würde ich jetzt gerne das offene Mikro aufmachen bzw. freigeben. Wie letzte Woche würde ich gerne nochmal sagen, bitte denkt an den, der nach euch sprechen möchte, dass es von der Zeit her passt und habt einfach Achtung voreinander und denkt an euch. Hallo. Ich ganz kurz noch einmal zu der Rüstungsindustrie und was die so alles anstellen, um uns auszutricksen. Es gibt die Firma Heckler & Koch in Oberndorf am Neckar, das sind diejenigen, die die Gewehre und die Pistolen bauen und die Maschinenpistolen bauen. Die Firma Heckler & Koch hat Lizenzfabriken vergeben nach Saudi-Arabien. Das heißt, das Gewehr, mit dem die Bundeswehr heute schießt, wird genauso in Saudi-Arabien unter saudischer Herrschaft gebaut und unterliegt natürlich dadurch nicht mehr dem deutschen Kriegswaffenkontrollgesetz. Das heißt, Heckler & Koch muss, wenn sie aus Oberndorf etwas verschickt, anmelden. Wenn die aber sagen, Moment mal, das ist ein gefährliches Gebiet, geh bitte lieber rüber nach Saudi-Arabien, kaufst dort ein, die Gewinne kriegen wir auch, ist ja unser Firma, ist ja unser Betrieb. Aber da drüben könnt ihr die Waffen beziehen. Von uns in Deutschland kriegt er sie nicht. Identisch ist, sie haben irgendwo in Südamerika, jetzt habe ich es nicht genau im Kopf, ist Kolumbien, ist Venezuela, ich weiß es nicht genau, noch einmal eine Fabrik aufgebaut. Genau dasselbe Spiel. Wissen, Maschinen, Ingenieurstechnik, alles aus Deutschland, gebaut wird im Ausland und verkauft aus dem Ausland, ohne das deutsche Kriegswaffenkontrollgesetz. Nächstes Thema. Die ganzen Panzerschminken, die haben alle ihre Auslandsgeschäftsstellen, wo sie dann im Prinzip aus Deutschland ihre Panzer nach Frankreich, Spanien, weiß der Geier wohin verkaufen und von dort werden sie dann weiterverkauft. Ist ja kein deutsches Geschäft mehr. Also das Kriegswaffenkontrollgesetz, wo die alle dafür davon immer sagen, dass es so toll sei, ist Beschissorei. Wir werden angelogen nach Strich und Faden. Deswegen Rüstungsbetriebe zumachen, Konversion, nur noch private und nur noch zivile Produkte. Danke.
Ja, hallo, mein Name ist Mike. Ich will gar keine lange Rede halten. Ich nutze das einfach mal als Werbung. Und zwar, die meisten von euch, die haben schon einen Flyer bekommen. So. Und zwar, wir organisieren, also eine Gruppe von Leuten, eine kleine Gruppe, wir organisieren seit 10 Jahren in Leipzig ein Filmfestival. Das globalisierungskritische Filmfestival. Da geht es um verschiedene Aspekte, Themen der neoliberalen Globalisierung. Unter anderem auch um das Thema Krieg und Frieden. Also wir haben dieses Jahr 2 Filme dabei zum Israel-Palästina-Konflikt. Vor allen Dingen auch einer, der nochmal sehr intensiv diesen industriell-militärischen Komplex in Israel beleuchtet und auch die Rolle von Deutschland. Also warum gibt es ein großes Interesse auf einigen Seiten, dass es in diesem Konflikt eben keine friedliche Lösung gibt, sondern dass der so weitergeht. Wir haben an allen Abenden auch Gäste da, mit denen wir diskutieren, und die Idee bei der Globale ist es von Anfang an immer gewesen, einerseits Leute zu informieren, aufzuklären über diese Themen, aber gleichzeitig auch Leute aus der politischen Passivität herauszuholen, also sie selbst aktiv werden zu lassen. Und das hat ganz oft geklappt. Aus dem Festival sind in den letzten Jahren mehrere Initiativen schon hervorgegangen und auch Leute, die sich mittlerweile seit mehreren Jahren engagieren. Und das ist so ein bisschen die Idee. Das Festival ist generell kostenfrei, läuft, wie ihr seht, über einen längeren Zeitraum, hat letzte Woche angefangen und geht jetzt noch bis Mitte Oktober. Momentan sind wir im Clara Zetkin Park auf der Wiese hinter dem Musikpavillon. Es kommt pro Abend immer so zwischen 100 und 400 Leute. Wenn ihr da Interesse habt, wenn euch der ein oder andere Film interessiert, ich habe hier das Programm, das liegt da in dem Fahrrad, könnt ihr euch gerne mitnehmen. Und wenn euch der ein oder andere Film interessiert, könnt ihr gerne hinkommen und im Anschluss mit den Leuten ins Gespräch kommen, euch informieren und so weiter. Und vielleicht auch dort Leute dazu ermuntern und zu motivieren, montags auf diese Kundgebung, auf diese Demonstration zu kommen, damit wir mehr Leute werden und damit das Ganze noch mehr Stimme und mehr Gewicht bekommt. Soweit, danke. Hallo, mein Name ist Volkmar. Ich habe ja auch schon mal gesprochen. Ihr seht mich ja hier auch öfter mit einer Kamera stehen. Es gibt einen YouTube-Kanal, und dadurch, dass der Mike gesprochen hat, hat er mich daran erinnert. Er hat eine Veranstaltung organisiert, Mittwochsattacke in der Schaubühne Lindenfels. Dort kam ein Boris Krumnow zu Wort, ein wirklicher Experte, was so Russland angeht. Und dieses Video ist jetzt zu sehen auf meinem Kanal, der ist zweimal schauen. Und wer sich mal ein bisschen intensiver mit dieser ganzen Problematik Ukraine beschäftigen will, der kann das gerne mal anschauen. Das war eine sehr gute Veranstaltung und jetzt ist sie guckbar auf dem YouTube-Kanal. Ja. Hallo, ich bin Christian Löscher, 21 Jahre alt, und es kostet mich sehr viel Überwindung auch, vor so vielen Leuten zu sprechen. Ich meine, ich habe es früher auch mal aufgetreten auf Bühnen, weil ich in der Band gespielt habe. Trotzdem ist es immer noch was anderes, vor Leuten zu sprechen, weil man kennt sie nicht, aber man braucht auf der gleichen Seite auch keine Angst zu haben. Und sich zu überwinden bedeutet auch, dann vor anderen Menschen zu sprechen. Und ja, das tue ich auch. Und was ich euch sagen wollte, ist, es geht darum, gemeinsam sind wir stark. Und gemeinsam sollten wir auch das auf der ganzen Welt machen, aber auch wirklich in der Region. Und ich habe mitgekriegt, ich bin heute unterwegs gewesen und habe mir gedacht, so, ja, wo ist jetzt die Demo hin? Weil ich kenne noch eine andere Demo in Leipzig, die auf dem Markt stattfindet. Und die findet auf dem Markt statt, findet aber jetzt, wie ich auch rausgefunden habe, auf dem Richard-Wagner-Platz statt. Bin ich aber, da ich jetzt durch Facebook rausgefunden habe, dass auf der Augustusplatz auch noch was stattfindet, hierher gekommen, habe mich dann aber gewundert, hey, was ist hier los? Wieso gibt es mehrere Veranstaltungen, die das Gleiche beinhalten, den gleichen Sinn und auch die gleiche Vorstellung von Frieden vertreten? Und ich habe mir gedacht, so, Leute, wäre es nicht irgendwie möglich, dass man sich irgendwie auch zusammenrufen kann? Die ganzen kleinen Zellen, die sich hier befinden, in jeder Stadt, könnten sich immer auch, wie gesagt, montags oder vorher auch absprechen, ja, wir möchten zusammen was machen, lasst uns doch alle dann wirklich alle zusammenkommen. Und die kleinen Zellen müssen dann zum Größeren zusammenwachsen, und die Masse rockt das, die Masse macht das, und die Masse kann auch was bewegen. Und ich finde, es ist möglich. Danke. Und ich finde, die Organisatoren könnten sich vielleicht auch, wenn es das große Portal Facebook gibt, wo man sich sowieso vernetzen kann, jeder Mensch, dass es auch Gruppen machen können. Und ich der Meinung bin, dass das gemeinsam auch gemacht werden kann. Und ich
bin zwar jetzt nicht in der Lage, sowas auszulösen, aber ich hoffe, diejenigen fühlen sich angesprochen, die wirklich auch sowas organisieren, und ich hoffe, das klappt auch. Und ich wäre sehr wünschenswert, dass dann wirklich, dass ich das nächste Mal oder in 2 Wochen oder 3 Wochen, wenn ich immer wieder mit auftrete, ich bin auf jeden Fall, versuche ich jedes Mal dabei zu sein. Natürlich, ich habe auch was zu tun, wenn auch arbeiten, versuche mich trotzdem zu engagieren, komme trotzdem vorbei und hoffe, dass es vielleicht demnächst eine größere Menge sein wird und vielleicht eine Fusion stattfindet zwischen den ganzen Demonstrationen. Und wie gesagt, das findet nicht nur hier statt, das findet überall statt, es sollte überall stattfinden, dass sich alles zusammenfasst. Ich selber merke das, wie ich bin schon seit 3 Jahren mit meiner Freundin aus Solingen zusammen, das ist eine Riesenstrecke, und mittlerweile schaffe ich es jedes Mal von einer Seite zur anderen zu ihr zu reisen und wieder zurück. Und das sollte auch, wie gesagt, jeden Montag stattfinden, dass ihr wirklich immer wieder herkommt. Auch wenn ihr denkt, ihr hättet keine Zeit, ihr seid auf Arbeit, habt anderes zu tun. Wenn euch jetzt wirklich wichtig ist, was in Zukunft passiert, was in Zukunft mit eurer Familie, Kinder, Verwandten, Bekannten, allen Leuten aus der Umgebung passiert, dann solltet ihr wirklich jeden Montag hier dastehen und für das dastehen, für was ihr dasteht. Und ich hoffe, es findet immer mehr Anklang, weil was das in der Zukunft betrifft, trifft uns alle an. Und ich werde auch nicht nur für mich hier dastehen und werde mich nicht nur für mich ändern und werde sehen, was zu bringen, sondern auch für meine Kinder. Und vor allem, die Kinder sind das, sind auch die Zukunft. Die Kinder sind die Zukunft, eben deswegen, weil sie in etwas sie reingeraten könnten, wo wir gerade noch so das Ende vielleicht mitbekommen. Vielleicht sind wir auch mit uns drin, aber die Kinder sind, sollten nicht, sag ich mal, auch teilweise Kanonenfutter werden, wie zum Beispiel vorhin erwähnt wurde, dass sie angeworben werden in der Schule, Universität. Ich finde das, ich finde sowas zum Kotzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat nichts zu suchen. Die Kinder sollen mit sowas nicht vollgeschüttet werden und von anderen Sachen abgelenkt werden. So zu wenig auf die Talente von Kindern geguckt. Die Kinder haben Talente, die einfach versteckt sind, und man sollte sie raussuchen und nicht mit anderen Sachen wegschmeißen. Sowas schmeißt man nicht weg, und die Kinder müssen wirklich auch in etwas geleitet werden oder etwas, ja, wie soll ich sagen, etwas so angedeutet werden, beziehungsweise gesagt werden, guck mal, mach das, und mit genau mit dem, was du machst, machst du es richtig. Und so sollten wir das auch alle machen, und jeden Montag, am besten wäre es auch jeden Tag, weil die Leute, die wirklich hier Unruhe stiften auf der Welt, die Krieg anzetteln, die Konflikte zwischen Menschen, die sonst immer friedlich miteinander umgehen, Krieg anzetteln, die hören nicht jeden Tag auf, die machen das wirklich nur immer montags. Wir sollten zum Beispiel auch als Friedensdemonstration nicht nur Montag dastehen, sondern Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und auch wenn es immer noch verschiedene Leute sind, das zeigt doch alleine schon die Präsenz von uns. Und die sollte wirklich immer eigentlich auch konstant da sein. Und diese Konstanz, die diese Leute, diese großen Machthaber in der Welt auch jeden Tag immer wieder zeigen, wenn jeden Tag Menschen sterben, wenn jeden Tag irgendwelche Leute auf der Straße nicht mehr die finanzielle Möglichkeit haben, sich am Leben zu erhalten oder überhaupt gar keine Möglichkeit mehr haben, ihre Familie zu ernähren, dann frage ich mich doch, wieso machen wir das nicht jeden Tag? Und jeden Tag hat sowas wirklich stattzufinden. Bin ich der Meinung. Wenn andere Meinung sind, kann ich gerne hier hinstellen und das anfechten, aber wie gesagt, weil die Leute, die hier wirklich solche Hetze betreiben, Krieg machen und so weiter, die hören nicht auf. Und wir sollten auch nicht aufhören und sollten das nicht nur montags machen. Ja? Danke euch. Traut euch auf jeden Fall, es lohnt sich. Lasst eure Meinung frei drauf. Jeder hört euch zu und keiner lacht euch aus. Ihr braucht keine Angst haben. Ich habe auch Nervenzittern. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und stehe kurz vor Tränen, weil das ist noch viel Emotion dabei. Und wie gesagt, ich habe keinen Bock, dass irgendwann wirklich noch mehr Menschen sterben. Ne? Es ist schon zu viel passiert auf dieser Welt. Mich konnte es wirklich anzusehen. Wie soll es wieder Menschen sterben? Ist egal, in welcher Richtung Menschen sterben. Einfach dieses Wort Krieg hat in dieser Welt nichts verloren. Die Menschen leben untereinander. Ich muss das einfach rausgehen, weil das sollte wirklich jede Sekunde passieren, dass den Menschen klar wird, dass Menschen sterben, nicht
weil sie natürlich sterben, sondern weil sie durch andere Menschen sterben. Und das ist das, was das Schlimme an dieser Menschheit ist. Und ich finde, diese Menschheit muss sich selber retten. Und sie hat sich zu retten und sie wird sich auch retten. Und so wie das damals 1989 Leipzig passiert ist, sind so viele Menschen auf die Straße gegangen, weil sie keinen Bock mehr auf das System hatten. Dann sollten wir das auch tun. Und ich hoffe, es werden mehrere tausend. Und ich bin es leid, dass diese Menschen, diese Medien, die Menschen in den Medien sitzen und auch nur unterdrückt werden, weil die Chefs wollen. Sag das nicht, dass da tausende Menschen in Berlin sind, dass da tausende oder hunderte Menschen in Leipzig sind. Diese Menschen müssen wir auch probieren, mit unseren Emotionen, mit unseren Wahrheiten auch beizubringen. So, hey Leute, lasst euch nicht von da oben unterdrücken, ihr seid auch was. Und solange diese Menschen trotzdem unterdrückt werden, kommen die Medien, diese Massenmedien vor allem auch, leider immer wieder ihren Vorteil ausbauen, dass sie die Menschen manipulieren. Und wir müssen probieren, wirklich so viele Menschen zu aktivieren, dass irgendwann auch mal das System in den Medien oder das System beim Supermarkt oder dass man dann nicht mehr in den Toteinkauf geht, sondern dann wirklich beim regionalen Händler oder so. Diese, wirklich, sprecht eure Nachbarn, eure Freunde oder irgendwas an, auch wenn die manchmal denken, so, was erzählt der für einen Mist? Sprecht es an, redet mit in Ruhe. Der Mensch hat vergessen, in Ruhe mit Leuten zu reden. Wir haben keine Zeit mehr, weil wir arbeiten müssen, weil wir andere Sachen machen müssen. Aber hey, scheiß doch mal drauf. Redet doch mal mit eurer Familie. Redet mal mit euren Freunden. Wirklich mehrere Stunden lang oder was. Vergesst einfach mal andere Sachen. Redet drüber. Sagt ihnen, was ihr wichtig haltet. Hört eure Meinung an. Und dadurch kann sich auch was entwickeln, weil beide Seiten denken nach. Und solange wir nachdenken, können wir was in der Welt ändern. Und ich hoffe, das passiert relativ schnell und ich bin noch am Leben, kann das miterleben, kann sagen, so wie ihr auch alle hier steht, wir haben etwas bewegt. Und so wie es 1989 war oder zu anderen Zeitpunkten Demonstrationen stattgefunden haben, dass die Leute von sich sagen können, wir haben es bewegt und wir haben verhindert, dass etwas Großes ausbricht und noch mehr Menschen sterben. Und das wollte ich an euch sagen. Ich danke euch vielmals, wirklich. Da verändern sich dir erstmal, also Respekt. Danke. Also nach so einer tollen Rede ist jetzt schwer. Für euch. Da ist schon wieder jemand gekommen. Komm schnell. Ja, Kaspar, genau. Ja, hallo, ich bin Jana. Ich bin jetzt auch nicht die große Rednerin, aber es haben sich schon so viele getraut. Und traue ich mich einfach auch mal. Danke. Ja, also ich stehe eigentlich hier, weil ich mir auch eben Sorgen mache um unsere Welt und ich bin noch jung und habe noch so viele vor mir. Und ich frage mich, warum sich die Menschen gegenseitig bekriegen und unsere Welt so zerstören. Ich möchte eigentlich in einer Welt leben, wo die Menschen friedlich miteinander auskommen, wo die Menschen miteinander leben und nicht gegeneinander, in der die Natur nicht die Kosten für unseren Wohlstand trägt, wo der Boden nicht mit Chemikalien vollgepumpt wird, kein Plastik und Atommüll gelagert wird, wo nicht mit Genmanipulation an Pflanzen umgedoktert wird. Wir können aus der Natur eigentlich so viel lernen. Warum arbeiten wir denn gegen sie? Ich frage mich eigentlich langsam, was Naturwissenschaft eigentlich noch mit Natur zu tun hat. Und was machen wir denn eigentlich, wenn das Erdöl alle ist? Sollten wir nicht eigentlich schon mal anfangen, ohne auszukommen und uns unabhängig zu machen von den großen Konzernen? Ich finde zum Beispiel einen guten Ansatz, den von Transition Town, was Stadt im Wandel heißt, vielleicht haben viele schon von euch davon gehört. Transition Town versucht zum Beispiel mit der Natur zu leben, statt gegen sie. Und das auch in der Stadt. Zum Beispiel könnte man statt Zierpflanzen einfach Nutzpflanzen anbauen. Zum Beispiel auch auf dem Balkon oder auf irgendwelchen ungenutzten Flächen. Zum Beispiel die Initiative Querbeet macht das zum Beispiel. Nutzt irgendwelche Flächen, wo mal Häuser standen und wo jetzt nichts mehr ist. Und bauen da eben Gemüse an zum Beispiel. Oder statt einen spritfressenden Rasenmäher kann ich doch mir einfach ein Schaf in den Garten stellen, wo
Jawohl! Ja, das fällt dann sogar noch im Boden. Oder weil Schnecken befallen, könnte ich zum Beispiel Stockenden mir einfach herstellen. Die Natur hat die Lösung schon parat. Wir müssen sie eben nur finden und die Nachteile zu Vorteilen machen. Ich habe gemerkt, dass solche Initiativen aber nicht von der Politik angestoßen werden. Jeder muss selbst aktiv werden, auch wenn wir klein anfangen. Wir sollten darauf achten, was wir kaufen, uns in kleinen vernetzen, uns gegenseitig helfen und austauschen. So zum Beispiel auch in Tauschringen wie der Lindenthaler, Batzen oder viele andere. Ja, das war es eigentlich schon. Und ja, mach weiter so. Danke. Ja, danke schön. Hallo. Nochmal zwei Sachen. Einmal das Cui Bono, wer nützt es? Und dann zu dir mit den unterschiedlichen Gruppen, die anscheinend nicht zusammenfinden. Zu dir, Cui Bono, natürlich, wer nützt es? Muss ganz, ganz stark analysiert werden, muss richtig gut nachgedacht werden. Es nützt nichts zu sagen, die Firma, die verdient das Geld, damit infolgedessen nichts sichert im Land, die verdient das Geld, wer nützt es? Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, nützt es den Menschen? Und wie können wir das Problem so umgestalten, dass es den Menschen nützt? Das ist die große Frage. Zu dir. Ich stelle mich hier hin und sage, ich bin ein Radikalpazifist. Gewalt ist für mich kein Mittel irgendwelchen Zusammenlebens. So, es gibt aber dann jetzt auch sogenannte Friedensgruppen, die sagen, ja, Gewalt muss nicht sein, aber wir brauchen trotzdem ein Militär. Geht nicht. Ja, und wenn irgendjemand sagt, ich bin schon gegen den Krieg, aber unser Bundeswehr brauchen wir. Es geht in meinen Augen nicht. Ich stelle mich zu denen hin, ich vertrete bei denen meine Position, absolute Gewaltfreiheit. Die kommen aber nicht zu mir, weil sie wissen, dass sie von mir Druck kriegen. Und das ist das Problem. Die springen auf den Zug auf, machen Trittbrettfahrer, versuchen ihre eigenen Süppchen zu kochen, ohne das Gesamte im Auge zu haben. Das ist das Problem. Ja, ich bin Radikalpazifist, Gewalt geht nicht, weder privat noch unter Staaten. Punkt. Und der das unterschreibt, kann mitmachen. Ich gehe zu dem hin, der das nicht unterschreibt, aber ich glaube nicht, dass einer, der es nicht unterschreibt, zu mir kommt und mit mir diskutiert. Weil er ganz einfach weiß, er verliert. Hallo, ich wollte auch noch mal was zu der Geschichte Cui Bono, wem nützt das, sagen. Und zwar scheint es mir doch so, dass wenn wir unsere Medien uns angucken, mit unseren Medien meine ich jetzt natürlich die öffentlichen Medien, die nicht im Internet alternativ irgendwelche Nachrichten verbreiten, dann können wir doch schon feststellen, dass da versucht wird, eben dem Herrn Putin oder beziehungsweise der Russischen Konföderation die Schuld in die Schuhe zu schieben, was das mit dem Raketenbeschuss angeht. Wir wissen wenig, das hast du gesagt, das ist richtig. Wir können uns nicht sicher sein, welche der beiden Seiten jetzt für den Abschuss verantwortlich ist. Aber, Leute, der 11. September ist auch noch nicht aufgeklärt. Das ist genau dasselbe. Sie lassen uns warten. Die erklären uns das nicht. Die fangen einfach dann einen Krieg an. Die denken sich irgendeine Schuld aus für jemanden. Und genau dasselbe ist es jetzt mit dem Herrn Putin und mit der Russischen Konföderation. Da wird uns erzählt, der Herr Putin ist schuld und der hat den Leuten die Waffensysteme geliefert. Selbst wenn sie die Bomben da finden, also die Raketen dieser Abschussstation finden würden, da kann man nicht sicher sein, das war jetzt, weil es ein russisches Fabrikat war oder weil es meinetwegen auch ein amerikanisches Fabrikat war oder wo auch immer es herkam, dass es diese oder jene Seite abgeschossen hat. Aber wenn wir in der Logik des 11. September vorgehen, und ich glaube, ich habe hier Leute sitzen, die alle wissen, dass wir da ganz groß verarscht worden sind. Ich hoffe jetzt mal eine Reaktion zu kriegen. Und wenn wir darüber nachdenken und dann über diesen Flugzeugabsturz nachdenken, dann sollte uns eigentlich
bewusst werden, nach welcher Logik das alles hier funktioniert. Das ist alles wieder eine Attacke unter falscher Flagge, um Leuten die ganze Geschichte in die Schuhe zu schieben. Das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Natürlich stimmt es, was du gesagt hast, dass wir aufpassen sollten und niemanden zu Unrecht angreifen sollten. Danke. Ja, ich wollte jetzt auch noch mal was sagen. Und zwar zu dem Thema Bundeswehr in den Schulen. Mir ist es vor 4 Jahren passiert. Da war ich in Chemnitz in der Berufsschule. Da wollte dann ein Jugendoffizier sicherlich dann mit uns sprechen, so hieß es. Wir waren eine Klasse von ungefähr 25, 26 Leuten und ich war die Einzige, die sich dagegen echauffiert hat, dass da ein Offizier spricht. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich wahnsinnig schockiert. Also nicht der Zustand, dass jetzt der Offizier in die Schule kam, das fand ich schon fast, das ist ja schon fast normal. Der Zustand, dass ich die Einzige war, die gesagt hat, nö, mache ich nicht mit, bitte liebe Klassenlehrerin, lassen Sie mich jetzt bitte mal vom Unterricht weggehen. Und da hieß es, nein, das ist Bestandteil des Unterrichts, Sie dürfen hier nicht fernbleiben, Sie haben hier zu sitzen, sonst heißt es, Sie schwänzen oder sowas ähnliches. Das heißt, ich musste sozusagen unter Zwang da sitzen bleiben und ich habe mich echt gewundert, warum die anderen 25 Leute, die waren in der ganzen Diskussion echt wirklich sehr ruhig, haben dem Herrn zugehört, der hat wirklich ganz toll gesprochen, wo sie alles verteidigen, klasse und wie viele Menschenleben sie da gerettet haben und alles ganz toll. Und ich war die Einzige, die dann immer sich gemeldet hat und ihm gesagt hat, junger Herr, finden Sie das in Ordnung, wenn Sie sagen, wir töten Menschen, damit wir anderen helfen? Also irgendwie fehlt mir hier die Logik. Ja, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum meine Mitschüler wirklich so ruhig sind, dass nicht, also diese ganze Sache einfach nicht hintersteigen. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, also ich will jetzt auch nicht keine Vorurteile sehen oder sowas. Einerseits vielleicht fehlende Bildung, andererseits vielleicht auch einfach, sie hatten vielleicht anderes zu tun, also andere Interessen. Also ich habe sehr gemerkt, meine Klasse, das waren viele junge Menschen, teilweise jünger als ich, die haben sich für Mode interessiert, für Party machen, haben in der Pause immer gerne Bildzeitung gelesen und ja, da habe ich mich dann schon gefragt, also einerseits, wo bin ich hier reingeraten und andererseits, also ich muss mich echt für meine Generation schämen, in dem Sinne, weil es kann hier sein, dass wir sind sozusagen die, die jetzt gerade anfangen, die Welt zu gestalten, also wir sind sozusagen die, die jetzt gerade ins Berufsleben starten, sozusagen wirklich, ja, die Gesellschaft gestalten und wir sind die, die überhaupt nicht mehr nachdenken, die total doof alles glauben, was im Fernsehen läuft und die beschissene Bildzeitung lesen, also sorry, kotzt mich wirklich an. Also da muss ich mich wirklich entschuldigen für, ich mich sozusagen für meine Generation, das ist echt, das geht gar nicht. Und es hieß dann immer im Unterricht, auch wenn wir jetzt in Wirtschaft zum Beispiel das Thema Wirtschaftspolitik hatten und mir ist es teilweise passiert, dass die Lehrerin was erzählt hat, was rein vom, also es ging damals um das Thema Subventionen, dass Subventionen ja eigentlich überhaupt nicht direkt den Markt irgendwie angreifen, ist ja völliger Bullshit eigentlich. Also ich habe der guten Dame dann gesagt am Thema Agrarsubventionen, dass das überhaupt nicht stimmen kann, was sie da erzählt. Sie sagte dann bloß, ja, sei bitte ruhig, wir reden dann nach dem Unterricht mal weiter. Da dachte ich mir so, toll, danke, Kritikfähigkeit. Und sie nahm mich dann nach dem Unterricht zur Seite und sagte dann zu mir, ja, Josie, ganz ehrlich, du hast recht, aber das, was ich erzählt habe, steht im Lehrplan und das muss ich so sagen. Und ja, das Einzige, was ich dann in dem Sinne machen konnte, war, ich habe der guten Frau gesagt, gute Frau, egal was Sie von mir wissen wollen, ich schreibe das, was die Wahrheit ist. So war es dann auch und ich habe dann eine 4 bekommen. Also, so ist es dann. Ja, danke, das wollte ich sagen. Hallo Leute, ich muss heute noch nach Bayern zurück, deswegen fange ich jetzt an abzubauen. Ich war froh, bei euch reden zu dürfen und ich verspreche euch, wenn ihr mich braucht, ich komme dann mal wieder. Tschüss! Darf ich noch eine kurze Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast, was Bundeswehr an den Schulen angeht, sagen. Es ist tatsächlich so, dass wenn die Schulleitung
beziehungsweise die Lehrer das aufgedrückt bekommen, dass sie diese Jugendoffiziere oder Jungoffiziere da in die Schulen kommen lassen müssen und denen ihr Programm abspulen lassen müssen, kann die Schulleitung gegebenenfalls nichts dagegen machen oder der Lehrer, der Klassenlehrer nicht. Aber was man machen kann und was auch Friedensinitiativen anbieten, auch hier in Leipzig und was wir auch schon ganz oft gemacht haben, also verschiedene Gruppen, die sich friedenspolitisch engagieren seit vielen Jahren, man kann parallel zu diesem Jugendoffizier der Bundeswehr einen Friedensaktivisten einladen. Also das machen viele Schulen, das haben, also die dann einfach, wo man einfach sagt, okay, wir setzen mal noch eine konträre Meinung dazu dagegen. So, und dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher, dann hat man zumindest auch mal die Gegenseite gehört, warum es vielleicht nicht so sinnvoll ist, dass die Bundeswehr überall auf der Welt Handelswege sichern muss und so weiter und so fort. Das bloß, also wenn jemand Kinder hat oder selbst Schüler ist, Klassensprecher kennt und so weiter, es gibt diese Möglichkeit, am besten irgendwie an die, ja, an den Klassenlehrer oder an die Schülersprecher oder so herantragen und dass sie dann den Kontakt oder so herstellen. Ja. Ich freue mich, dass fantastisch tolle Beiträge heute da waren. Auch wie spontan einige hier ans Mikro gegangen sind und haben wirklich emotional und auch inhaltlich sehr gut gesprochen. Ich freue mich, dass das so überhaupt stattfinden kann. Ich freue mich über die Sonne, die wieder da ist. Und deswegen ziehe ich es ja nicht in die Länge. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Abend. Und zu dem einen Beitrag von, ich habe deinen Vornamen nicht mehr. Christian. Sag ich dann, es gibt nur ein Ja dazu, dass du die Mahnwache, die Friedensmahnwache suchst. Es gibt kein Ja-Aber von mir. Verstehst du, was ich meine? So wie, also, wir kriegen das hin, es finden viele Gespräche statt, auch mit den anderen. Und zum Glück ist es so, nach einer gewissen Zeit, dass diese, wo alle am meisten Angst haben, ich auch dreckige Wasche, Gott nicht unterwaschen, wir sprechen miteinander und ich bin fest davon überzeugt, dass hier auf dem Augustusplatz auch wieder eine Friedenswache stattfinden wird. Gibt es jetzt noch was? Sagt was. Ja, da ist jemand da. Ja, hallo, ich bin Birgit. Ja, ich war mal eine Zeit lang hier, bis zum Beachvolleyball und dann wieder auf dem Markt, so die letzten Male, und habe dann mitbekommen, dass die Friedensbewegungen miteinander Probleme haben. Verstehe ich jetzt nicht, was da genau läuft. Auf jeden Fall ist da geplant, mal eine richtige Demonstration durch Leipzig zu machen, wofür ich auch werben möchte und möchte auch gerne, dass da alle zusammenkommen. Weil es gibt nur einen Frieden und ich finde, dass, ich weiß nicht, wo es jetzt genau Probleme gibt oder Auseinandersetzungen, vielleicht kann mir da mal irgendjemand erklären, was da genau gewesen ist. Warum man sich da nicht grün ist. Auf jeden Fall fände ich so ein, ich war in Berlin zu der großen Kundgebung, wo so ein, so ein Marsch gewesen ist für Frieden. Und ich fände das schön, wenn das auch in Leipzig wieder mal organisiert werden würde. Ich würde mich da auch beteiligen an der Organisation, würde auch gerne meine E-Mail-Adresse geben. Ja, vielleicht können wir dann noch ein paar Leute mehr wachrütteln. Und es wäre schön, wenn wir diese drei bestehenden Montagsmahnwachen oder was es immer noch, Sonntag gibt es auch noch, wenn wir die alle zusammen für den Frieden bringen können. Ja, also wie gesagt, ich weiß gar nicht, warum es diese Fehde gab, warum da ein Streit ist. Vielleicht könnte da mal jemand irgendwie mal kurz ein Statement dafür abgeben, was da genau war. Eigentlich sind es ja alle friedliebende Menschen. Ja, das war's. Ja, schon schön, wenn man da alle zusammen so teilnehmen. Ja, ich werde kein Statement abgeben. Weil ich sie gerade nicht gehört, ich werde von hier aus und ich werde überhaupt nie über Menschen reden, denn die sind gar nicht da. Aber ich kann euch versichern, wir sprechen mit ihnen.
dass das nur nicht hier gerade vom Mikro stattfindet, das, ich glaube, ist auch in eurem Interesse. Und es gibt gar keine Fehde, es gibt Standpunkte und das dürfen Menschen haben, so wie ihr, wie ich, wie so, und so werden wir miteinander sprechen. Aber glaubt dran, so wie ich dran glaube, hier vor der Oper wird eine Friedensmahnwache stattfinden. Soll ich jetzt nochmal fragen? Oder seid ihr der Meinung, wir kommen am Montag wieder und machen dann weiter? Gut, so, der Max meldet sich. So, und zwar eine folgende Idee. Ich will jetzt gar nicht auf diese verschiedenen Mahnwachen-Streitereien eingehen. Mir kam einfach die Idee, dass wir auf jeden Fall zusammenkommen müssen. Außerdem müssen wir, wenn wir in Leipzig mehr Aufmerksamkeit auf uns ziehen wollen, irgendwie mehr nach außen wirken, also quasi ein Signal setzen, dass uns Leute noch weiterhin wahrnehmen. Und da ist mir Folgendes eingefallen. Es gibt von der DFG diese Luftballons, die kann man bestellen. Ich habe davon schon mal 50 Stück bestellt. Und weitergehen wird es so, wir können vielleicht innerhalb der nächsten Wochen ein bisschen Geld einsammeln, jeder so viel wie er geben kann, 10, 20, 30 Cent, wer will einen Euro, ich würde da vielleicht selber einen 5er oder einen 10er beilegen und dann würde ich eine Heliumflasche, einen Heliumbehälter bestellen. Und dann hoffe ich mal, dass sich genug Leute für die Idee finden, und dass wir dann einen kleinen Zug durch Leipzig machen mit diesen Luftballons. Denn was mir noch fehlt, ist halt so ein kleines Zeichen, so ein Symbol für Leipzig, für die Stadt, für den Frieden. Es ist gut, dass wir hier reden. Allerdings bekommt davon nicht die ganze Stadt was mit. Vielleicht werden dadurch mehr Menschen aufmerksam. Und jetzt vielleicht, ihr könnt mir einen Applaus geben, falls ihr die Idee gut fandet. Und der nächste Schritt wäre dann, ich versuche dann mit den Leuten von anderen Mahnwachen zu reden und vielleicht lässt sich da was machen. Also zu der Luftballonaktion jetzt mal, vielleicht gibt es da auch was Kreativeres, was wir uns einfallen. Also ich finde es schön, dass du dir das hast einfallen lassen, aber ich denke auch, guck mal, das ist Plastik, das ist wieder irgendwie was kaufen. Wir können uns vielleicht irgendwie was anderes einfallen lassen, dass wir vielleicht den Leuten irgendwie was zeigen können. Vielleicht fangt ihr einfach mal an und kauft euch alle selber irgendwie so ein Stück Kreide, habt das immer in der Tasche so, weißt du, und dann irgendwo kommst du auf einen Ort, wo du denkst, ey, hier kommen echt viele Leute vorbei. So, ich mal hier jetzt einfach mal hin, Weltfrieden, jetzt, so, und dann und so fängt es an, Leute. Wir müssen ganz kleine Zeichen, wir müssen auch einfach die Stadt uns mal wieder zurückerobern. Versteht ihr das? Macht zu Hause Aufkleber. So überklebt diese ganze scheiß Werbung, mit der ihr hier den ganzen Tag zugeballert werdet, mit dieser Konsumpropaganda. So können wir vielleicht irgendwie Leute auf uns aufmerksam machen. Schreibt doch hin, Montagsdemo, jeden Montag, 18 Uhr, Augustusplatz. So kleine Geschichten, ich weiß nicht, das ist eine gute Idee, aber vielleicht doch noch ein bisschen überdenkenswürdig. Danke. Also, ich weiß nicht, ob das die unparteiische Montagsdemonstration ist. Ich hoffe. Okay, ich bin ja richtig, glaube ich. Wir müssen uns die Demokratie kümmern, die Rebellion und die Revolution ausmachen. Ich weiß nicht, wo heute der Franzose ist und die letzte Woche gesprochen haben. Aber ich kann das selber reden. Bitte? Kann ich ohne Mikro sprechen, dann hörst du mich auch. Aber wenn ich an dem Mikro stehe, muss ich nicht kommen. Ich war gerade bei der Demokratie, ja? Sind wir Demokraten?
Wir versuchen es, ja. Sind wir aber nicht. Leider nicht mehr, aber es gibt keine Volksabstimmung mehr. Es gibt keine Redefreiheit mehr. Nichts gibt es mehr. Es sind keine freien Bürger mehr. Danke. So, ich mache jetzt Schluss mit euch. Bis nächsten Montag, ne? Oh. Jetzt machen wir sicher.